In Weißenkirchen starten die Wachau-Festspiele mit der Bühnenfassung der Filmoperette Die drei von der Tankstelle in die neue Spielzeit. Die Komödie aus dem Jahr 1930 hat damals Heinz Rühmann zum Durchbruch verholfen. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe mit dem Heinz Rühmann ja gedreht, wenn der Vater mit dem Sohne. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, viele Leute haben gesagt, du sei vorsichtig, der ist ein bisschen... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es kommt immer darauf an, wie man sich einem Menschen gegenüber benimmt. Dementsprechend positiv sind die Erinnerungen an die gemeinsame Arbeit mit Heinz Rühmann. Bei der Inszenierung für die Wachau-Festspiele hat sich Regisseur Markus Strahl dem legendären Filmklassiker Ohne Ehrfurcht genähert. Heinz Rühmann und Lilian Harvey, das sind alles, Willy Fritsch, das waren natürlich Legenden der damaligen Zeit. Trotzdem muss ich sagen, ich habe den Film gesehen, er ist natürlich sehr skurril und eine wunderbare museale Momentaufnahme, aber ich glaube kaum, dass dieser Film in der heutigen Zeit diesen Erfolg gehabt hätte. Durch die Bühnenfassung von Christian Struppeck und Andreas Gergen ist es aber gelungen, den Stoff an die heutige Zeit anzupassen. Im Mittelpunkt stehen die drei Freunde Willy, Hans und Kurt, die nach ihrem finanziellen Ruin ihr Glück als Pächter einer Tankstelle suchen. Die Hauptdarsteller sind auch abseits der Bühne Freunde. Es macht halt wirklich Spaß, wenn man gerade so intensiv miteinander zu tun hat auf der Bühne, tanzen, singen, die Szenen etc., wenn man sich auch privat gut versteht. Es wäre, glaube ich, ein Grauen, könnten wir drei uns nicht leiden. Das wäre, glaube ich, unerträglich, ne? Auch fürs Publikum. Diese gute Chemie zwischen den Schauspielern ist auch auf der Bühne zu spüren. Beim Dienst auf der Tankstelle lernen die drei unabhängig voneinander die reiche und attraktive Lilian kennen und verlieben sich prompt in sie. Amoröse Verstrickungen, Probleme und komische Momente sind damit vorprogrammiert. Getragen wird die Handlung von den mitreißenden Melodien aus der Feder von Werner Richard Heymann. Es ist eine entzückende Story und jede Nummer ist wirklich ein Schlager. Also ein Freund, ein guter Freund irgendwo auf der Welt. Also es ist wirklich eine Nummer, das Herz schlägt höher, weil es ist gute Laune pur. Doch auch die gute Laune kann nicht über das Gefühlschaos hinwegtäuschen. Umschwärmt von drei Männern kann sich Lilian zunächst für keinen ihrer drei Verehrer entscheiden und stellt damit auch die Freundschaft zwischen Willy, Hans und Kurt auf die Probe. Die Inszenierung hat den Geschmack des Premierenpublikums getroffen. Es ist sehr gut gelöst, sehr, sehr publikumswirksam, auf dieser, kann man sagen, Pavlatschen, szenisch sehr gut umgesetzt, ne? Und sehr sympathisch und ja, unterhaltsam. Nach der gelungenen Premiere sind die drei von der Tankstelle noch bis 30. August zu sehen. Ab 4. September regiert in Weißenkirchen einmal mehr der Wachauer Jedermann.